Am 5. Februar 2019 wechselte Kinan das Jahr des Schweins. Es soll Glück, Reichtum und Zufriedenheit bringen. Eine Person hat aber etwas dagegen. US-Präsident Donald Trump möchte, dass kein Businesspartner mehr für China übrig bleibt. Um es in seinen Worten zu sagen, sehr schlecht für China, sehr gut für die USA. In diesem Video gehe ich zuerst auf die aktuelle Lage im Reich der Mitte ein. Danach stelle ich dir 5 spannende China-Aktien für 2019 vor. Alle Inhalte sind meine persönliche Meinung und können falsch sein. Dieses Video stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzprodukts dar. China ist für viele Aktionäre ein schwarzer Fleck. So am Rande bekommt man etwas vom Handelskrieg mit. Ein Investment ist aber für viele Investoren viel zu spekulativ. Langfristig könnte das ein Fehler sein. Immerhin sprechen wir über die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das BIP von Japan oder Deutschland beträgt ein knappes Drittel vom chinesischen Wert. Im Vergleich zu vor 30 Jahren hat sich die Wirtschaft teilweise geöffnet. Die Politik ist transparenter und übersichtlicher geworden. Aber mit der US-amerikanischen Marktwirtschaft lässt sich das chinesische System kaum vergleichen. Da klaffen noch gewaltige Lücken. Wir leben in einer Welt, in der Wachstum an erster Stelle steht. Aktionäre und Investoren interessieren sich besonders für Wachstumsaktien. Dazu zählen Firmen wie Amazon, Beyond Meat oder Tesla. Bei Beyond Meat ist es das enorme Wachstumspotenzial der Fleischersatzbranche. Hier oben findest du mein Video zu Beyond Meat. Wieder zurück zu China. Ich habe eine Statistik zum BIP-Wachstum herausgesucht. Eigentlich könnte ich das Wachstum auch unkommentiert lassen. Die Zahlen sind mehr als eindeutig. China wächst extrem an und ist noch immer ein absoluter Wachstumsmotor. Unsere EU und die USA können da nicht mithalten. Allerdings ist das Wachstum in den letzten Jahren abgeflacht. Das zeigt sich deutlich an dieser Statistik. Es besteht ein klarer Abwärtstrend. Wenn das nicht genug wäre, kommt Donald Trump um die Ecke und macht Ärger. Mit seinem Handelskrieg belastet er die schwächelnde China-Wirtschaft noch mehr. China reagiert auf Trumps Drohungen mit Ausdauer und Stärke. Die Kommunistische Partei kommentiert den Handelskrieg mit den Worten: Keine Macht soll den eisernen Willen Chinas unterschätzen. Also könnte sich der Negativsog fortsetzen. Ein Handelsstreit ist bestimmt kein Wachstumsmotor. Es gibt noch einen weiteren Negativaspekt. Laut dem chinesischen Professor Xiang Songzu soll das Wachstum gefälscht sein. Hier siehst du nochmals das BIP-Wachstum. Es ist ja immer weiter abgesunken. In der Realität sollen die Daten deutlich schlechter sein. 2018 rechnet Songzu mit einem Wachstum von rund 1,7%. Laut den offiziellen Daten waren es aber um die 6,6% herum. Laut Songzu ist das Wachstum über 70% niedriger als von der Kommunistischen Partei angegeben. Das ist verheerend, denn daraus ergeben sich 2 Kritikpunkte. Erster Punkt. Aktionäre können China nicht vertrauen. Die Politik fälscht anscheinend große Daten wie das BIP, also können auch weitere Statistiken wie Unternehmensdaten manipuliert sein. Damit ist auch keine vernünftige Firmenanalyse möglich. Der zweite Punkt lautet: China kann in eine starke Krise rutschen, wenn sich die negative Entwicklung nicht mehr verstecken lässt. Songzu behauptet, dass sich Chinas Wirtschaft bereits jetzt in einer Krise befindet. Bei diesen ganzen Negativpunkten kommt eine Frage auf. Wofür überhaupt in China investieren? Man kann das Land als kommunistische Diktatur bezeichnen. Und genau das ist die Chance. Politische und wirtschaftliche Maßnahmen können sehr schnell umgesetzt werden. An dieser Stelle möchte ich Warren Buffett zitieren. Seien Sie ängstlich, wenn andere gierig sind. Und seien Sie gierig, wenn andere ängstlich sind. Momentan haben die Anleger Angst. Es gibt auch gute Gründe dafür, wenn du dir den Handelskrieg und die mögliche BIP-Manipulation ins Gedächtnis rufst. Aber so langsam ergeben sich spannende Einstiegschancen. Ein positives Signal ist das historische KGV. Hier siehst du die langfristige Entwicklung. Das KGV bezeichnet das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ein niedriger Wert bedeutet, dass die Aktien tendenziell günstig bewertet sind. Der Chart beruht übrigens auf dem MSCI China. Hier siehst du die Kursentwicklung von diesem Index. Im MSCI China sind mehr als 490 große und umsatzstarke Unternehmen aus China enthalten. Ich habe in diesen Chart die durchschnittliche KGV-Entwicklung eingefügt. Im kleinen Chart habe ich alle KGV-Werte unter 15 mit einer roten Blase markiert. Diese Bereiche haben sich langfristig als interessante Chance herausgestellt. Danach ging der Kurs meist hoch. Insgesamt habe ich da 5 Einstiegschancen gefunden. Genau jetzt könnte eine solche Chance vorliegen. Ein niedriges KGV lässt auf eine Unterbewertung schließen. Das bedeutet, die Aktien weisen ein tendenziell höheres Kurspotenzial auf, da sie günstig bewertet sind. Aber es gibt keine Garantie, dass der Umschwung wirklich kommt. Es können auch viele Jahre bis zur Trendwende vergehen. Aber denk an Warren Buffett. Seien Sie gierig, wenn andere ängstlich sind. Der Handelskrieg sorgt für sehr viel Unruhe, deshalb könnte aktuell eine gute Einstiegschance für China-Aktien vorliegen. Am 3. November 2020 stehen die nächsten US-Wahlen an. Wird Trump ersetzt, könnte das den Handelsstreit von heute auf morgen entspannen. Der Nachfolger könnte sich damit rühmen, den Handelskrieg beendet zu haben.
Doch auch Trump könnte den Streit beilegen, um kurz vor den Präsidentschaftswahlen Pluspunkte bei den Wählern zu sammeln. So oder so wäre das für China-Aktien positiv. Ich persönlich würde jetzt keine riesige Summe in China-Aktien investieren. Stück für Stück halte ich für deutlich sinnvoller, da der aktuelle Abwärtstrend anhalten kann. Also jeden Monat oder jedes Quartal eine kleinere Summe rein. Generell sind chinesische Aktien ein relativ spekulatives Investment. Deshalb sollte das Depot zu höchstens 20% aus ihnen bestehen. Und das ist schon ein sehr riskanter Wert. Konservative Aktionäre fahren mit maximal 5% deutlich besser. Wer das Risiko senken möchte, pickt sich keine Einzelaktien raus, sondern setzt gleich auf den MSCI China. Wenn du noch weniger Risiko wünschst, ist der MSCI Emerging Markets eine gute Idee. Dieser Index bietet eine noch breitere Streuung. Es sind nämlich weitere Schwellenländer wie Südkorea, Brasilien oder Indien enthalten. China macht im MSCI Emerging Markets einen Anteil von rund 30% aus. Ich finde sehr wichtig, dass du als Anleger über das Land aufgeklärt bist. Deshalb habe ich so ausführlich über die chinesische Wirtschaft berichtet. Ein innovatives Startup hat zum Beispiel in den USA tendenziell bessere Chancen als in Deutschland. Daher würde ich die US-Aktie höher bewerten. Aus diesem Grund musst du die Besonderheiten des Landes kennen. Die grundlegenden Punkte kennst du ja jetzt. Bevor ich zu den Top 5 Aktien aus China komme, habe ich eine kleine Bitte an dich. Abonniere meinen Kanal, um die besten News zur Finanzwelt zu erhalten. Du hilfst mir dabei, diesen Kanal weiterhin kostenlos betreiben zu können. Vielen Dank. Zuerst möchte ich Tencent vorstellen. Falls du dich ein bisschen mit China-Aktien auskennst, hast du vielleicht von diesem Unternehmen gehört. Aber keine Sorge, das Ranking besteht nicht nur aus Tencent und den üblichen Verdächtigen. Ich habe 2 China-Aktien aufgenommen, von denen kaum noch jemand gehört hat. Aber dazu später mehr. Kommen wir nun zurück zu Tencent. Das Unternehmen gehört unbedingt in eine Top-5-Liste, da es ein starkes Geschäftsmodell bietet. Tencent betreibt den Messaging-Dienst QQ. In Asien ist dieser Messenger sehr weit verbreitet. Generell legt Tencent seinen Fokus auf China. In Deutschland dürfte das chinesische Unternehmen durch Players Unknowns Battlegrounds bekannt sein. Der Shooter wird bequem per Smartphone gespielt. Tencent ist aber kein normaler Seitenbetreiber. Das Unternehmen engagiert sich als Beteiligungsgesellschaft. In gewisser Weise ist Tencent auch ein Investmentfonds. Die Firma ist zum Beispiel am Spielehersteller Activision beteiligt. Activision bringt Spieleklassiker wie World of Warcraft oder Call of Duty heraus. Die Investments zahlen sich aus, wie es die Fundamentaldaten zeigen. Umsätze und Gewinne steigen explosivartig an. Die Zukunftsprognosen sehen ebenfalls rosig aus. Meine zweite China-Aktie Baozun ist ein E-Commerce-Service-Anbieter, der andere Unternehmen berät. Der Dienstleister baut für seine Kunden einen Online-Store auf. Dabei setzt Baozun auf eine Omnichannel-Strategie. Der Serviceanbieter verbindet Vertriebskanäle wie klassischer Handel, normale Webseiten und mobile Smartphones miteinander. Zusätzlich kümmert sich Baozun um die Auslieferung der Produkte. Der Dienstleister betreibt nämlich eigene Lagerhäuser und wickelt über 1 Million Bestellungen pro Tag ab. Zur Kundschaft zählen prominente Unternehmen wie Bosch, Calvin Klein, Microsoft, Nike oder Philips. Der chinesische Markt ist für ausländische Unternehmen relativ kompliziert. Baozun bietet eine Komplett-Serviceleistung an. Deshalb ist der Dienstleister als Kooperationspartner für ausländische Unternehmen interessant. Innerhalb Chinas ist Alibaba der wichtigste Handelspartner. Die beiden Firmen arbeiten eng miteinander. Da Alibaba stark wächst, profitiert auch Baozun davon. Je mehr Produkte auf Alibaba bestellt werden, desto mehr Aufträge erhält Baozun. Die positive Entwicklung zeigt sich am Umsatzwachstum. Da muss ich nichts weiter dazu sagen. Das Diagramm ist mehr als eindeutig. Baozun ist eine klassische Wachstumsaktie. Um chinesische Aktien zu kaufen, benötigst du ein Aktiendepot. Ich nutze die Comdirect als Aktiendepot und auch als Girokonto. Das mache ich seit über 10 Jahren und bin sehr zufrieden damit. Die Kosten sind günstig und alle Trades werden zuverlässig abgewickelt. Unten in der Beschreibung findest du einen Link zum Aktiendepot. Du zahlst den gleichen Preis wie sonst auch, aber ich erhalte eine kleine Provision für den Klick. Du unterstützt meinen Kanal, da ich so weiterhin kostenfreie Inhalte anbieten kann. Vielen Dank im Voraus. Bei den Top 5 Aktien darf Alibaba nicht fehlen. Das Unternehmen wird öfters als Amazon von China bezeichnet. Allerdings hat Alibaba deutlich mehr zu bieten. Hier siehst du die Geschäftsfelder der Firma. Im Vordergrund steht der Online-Marktplatz Alibaba. Doch das Unternehmen betreibt auch weitere Webseiten wie Taobao. Das ist ein Online-Auktionshaus wie eBay. Das zweite Standbein ist der Bezahlservice Alipay. Dieser Service lässt sich mit PayPal vergleichen. Der dritte Punkt sind Vergleichsseiten und sonstige Projekte. Ein Beispiel ist Ant Financial, das Zahlungen im Internet abwickelt. Insgesamt kann man Alibaba als Vereinigung von Amazon, eBay und PayPal sehen. Die Idee geht voll auf, wie es die Umsatz- und Gewinnentwicklung zeigt. Laut den Prognosen sollen Umsätze und Gewinne langfristig wachsen. Wie es der Name schon sagt, ist die vierte China-Aktie Ctrip auf Reisen spezialisiert. Hier siehst du die deutsche Version der Webseite. Du kannst nach Flügen suchen oder ein Hotel buchen. Die Geschäftsidee lässt sich mit Seiten wie Booking.com vergleichen. Andere Reiseveranstalter oder Hotelbesitzer können ihre Leistung auf Ctrip listen. Bucht jemand ein Hotel, kassiert Ctrip dafür eine Gebühr. Der Umsatz setzt sich zu 45% aus Flugtickets und zu 35% aus Hotelbuchungen zusammen. Reiseveranstalterleistungen machen nur 11% aus.
Um weiterzuwachsen, hat Ctrip kürzlich 49% der Anteile von Make My Trip erworben. Das ist eine indische Online-Reiseagentur. China und Indien weisen starke Wachstumsraten im Reisemarkt auf. Der Wohlstand wächst in beiden Ländern. Die Mittelschicht kann sich mehr leisten, wozu auch ein entspannter Urlaub gehört. Wie die anderen China-Aktien bietet Ctrip starke Fundamentaldaten. Das Unternehmen expandiert immer mehr in andere Länder und hat seine Webseite in europäische Sprachen übersetzt. Für mich ist das eine spannende Wachstumsstory. Meine letzte China-Aktie ist Ping An Insurance. Dabei handelt es sich um einen Finanzdienstleister. Das sind die drei Kerngeschäftsbereiche. Das Geschäft wird zu knapp 73% ganz klar von Versicherungen dominiert. Danach folgen Bankservices mit rund 18%. Investmentdienstleistungen machen etwa 6% der Umsätze aus. Der Versicherungsmarkt wächst mit der Mittelschicht. Die Prognosen für China scheinen großartig zu sein. Hier siehst du, wie sich die weltweite Mittelschicht künftig entwickeln könnte. Der Bereich Asien und Pazifik verzeichnet dabei die höchsten Wachstumsraten. Die Anzahl der Angehörigen der Mittelschicht sollte sich bis 2030 ungefähr verdoppeln. Das ist ein überschaubarer Zeitrahmen. Davon sollte Ping An Insurance profitieren, da der Versicherungsbedarf mit der Mittelschicht wächst. Deshalb sehen die Zukunftsprognosen für den Versicherer rosig aus. Die Umsätze sollen rasant ansteigen und so auch die Gewinne. Von den vorgestellten China-Aktien ist Ping An Insurance am spekulativsten. Aber es ist reichlich Fantasie vorhanden und die Umsatzentwicklung verläuft positiv. Abonniere meinen Kanal, um die teuflisch besten Finanztipps und Videos wie dieses zu erhalten. Und like das Video, wenn es dir gefallen hat. Bis bald zum nächsten Mal.